Ich glaube, das war's. Alles in Ordnung? Es ist, als packen wir Edens ganzes Leben ein. Wahrscheinlich nicht ihr ganzes Leben, nur den Teil davon, den sie hier verbracht hat. Wenigstens ist mir eins klar, selbst wenn sie zurückkäme, konnte es nie so wie früher sein. Und es ist pures Wunschdenken, sich vorzustellen, dass sie zurückkommen wird. Daddy! Chipper! Warum ist mein Schrank denn ausgeräumt? Wollen wir vielleicht umziehen? Was hat dich denn hierher verschlagen? Machst du dir Sorgen um mich, Ted? Sollte ich das vielleicht? Im Moment gerade nicht, aber wenn du etwas wartest, du kennst ja mein Talent. Oh, tut mir leid, aber das wird nicht gehen. Ich bin nur hier, um Katharina abzuholen. Sobald sie mit ihrem Interview fertig ist, ziehen wir beide los. Oh, ein Date? Ja, das könnte man so sagen. Naja, wir gehen zusammen essen, du weißt schon. Hör zu, bevor du wieder gehst, möchte ich... Ich wollte dir nur dafür danken, dass du mich in Las Vegas gerettet hast. Oh, ach wirklich? Ja. Naja, ich habe mich irgendwie fast den Eindruck gewonnen, dass du gar nicht gerettet werden wolltest. Ich war nicht auf Ärger aus, darüber haben wir doch schon geredet, Ted, oder? Ja, ja, das haben wir. Also gut. Ich bemühe mich sehr, Las Vegas und alles, was damit zusammenhängt, hinter mir zu lassen. Meinst du etwa, ich wäre stolz auf diese Vergangenheit? Ted, für mich wäre es das aus, wenn in Santa Barbara bekannt würde, mit was für Leuten ich zu tun hatte. Ich versuche, hier völlig neu anzufangen. Hm. Okay, ich würde keinem was verraten. Ach, übrigens ist da heute ein kleines Päckchen in der Post gewesen. So eine Art Spezialzustellung. Du hast deine Brieftasche wieder. Das ist ja unglaublich. Ja, ne? Das ist einfach toll. Wie groß meinst du wohl ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert? Mason! Was ist? Was ist los? Was ist? Ach, du siehst in diesem Moment die glücklichste Frau auf Erden. Oh, da freue ich mich für dich. Danke. Dankeschön. Ja, dann. Zum Wohl. Dann erzähl mal, was hat dieses bildschöne Lächeln zu bedeuten? Oh, ich möchte singen und tanzen vor Freude, denn die Dinge entwickeln sich einfach wunderbar. Für uns alle. Du bist wieder mit Julia vereint und ich wieder mit Warren. Ich dachte, er wäre weggefahren. Er ist wieder da und ganz allein meinetwegen. Ja, denn er will mich heiraten, Mason. Oh, Cassie, da gratuliere ich euch. Ich weiß, das war dein größter Wunsch. Ja, fast könnten wir vier eine Doppelhochzeit feiern. Das wäre vielleicht ein klein bisschen übertrieben, aber ich freue mich sehr für dich. Da ist nur noch eine Kleinigkeit. Über Kleinigkeiten sollten wir uns keine Sorgen machen, oder? Nun, vielleicht in diesem Falle, aber doch. Oder zumindest. Also, Warrens Antrag war an eine Bedingung geknüpft. Hm. Ich bedauere das zu hören. Anträge unter Vorbehalt führen meist nicht zu besonders glücklichen Ehen. Alte Regel. Und was ist es? Das. Ich musste dich vergiften lassen. Tut mir leid, aber sonst hätte mir Warren nicht verziehen. Mein Gott, wie konntest du? Du bist doch keine Mörderin. Du bist doch... Oh. Leb wohl, Mason. Mason, ist dir nicht gut? Oh, du bist einfach unbeschreiblich. Immer kommst du genau im richtigen Moment. We'll be right back.
Machen Sie es ruhig voll. Ja. Danke sehr. Also? Der ist gut. Also, Sie sehen reizend aus. Danke sehr. Das sagten Sie bereits mehrfach. Oh, naja, man muss Schönes entsprechend würdigen. Sehr nett von Ihnen, danke. Wie geht's dem Baby? Prächtig. Die Frage hatten wir aber auch schon. Entschuldigen Sie mich für einen Moment. Natürlich. Danke. Lassen Sie sich Zeit. So geht das nicht. Was soll ich denn nun machen? Ich habe jede Frage auf Ihrem Zettel schon zweimal durch und wir sind erst 10 Minuten. Es läuft doch bestens. Wunderbar. Wunderbar? Na, Sie machen mir Spaß. Das soll wohl ein Witz sein. Oh Gott, Sie hasst mich. Ach. Aber nein, Sie müssen sich bloß etwas mehr bemühen. Sie hasst sie nicht, sie will nur umworben werden. Ja, ich wusste gleich, das geht daneben. Und so ist es. Ach, was, passen Sie mal auf. Ich bin unbegabt in solchen Dingen. Ich meine, Frauen machen mich immer so unsicher und verlegen. Aber. Ich habe eben Probleme mit Frauen. Und erst recht mit einer wie ihr. Ich meine, Gina ist so... Sie ist so hübsch und so weltaffig. Ach, kommen Sie, Moose, Sie sollten etwas mehr Selbstvertrauen zeigen. Sie vergessen etwas sehr Wichtiges. Was denn? Sie brachten Ihr Baby auf die Welt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie doch jeder weiß, gibt es eine besondere Art von Bindung zwischen einer Frau und ihrem Arzt. Sie hat möglicherweise mehr Ehrfurcht vor Ihnen, als Sie vor ihr. Ja, ganz toll, aber das hilft mir nicht weiter. Ich brauche Hilfe, jetzt, klar. Okay? Okay, naja, dann erzählen Sie Ihr Witze. Ich kenne keine Witze. Nicht einen einzigen? Okay. Was zeigt am besten den Unterschied zwischen beteiligt sein und betroffen sein? Keine Ahnung. Ein Schinken-Eier-Sandwich. Wieso das? Das Huhn ist beteiligt und das Schwein betroffen. Erzählen Sie ihr den. Da bin ich wieder. Also... Was ist der Unterschied zwischen einem Schinken-Eier-Sandwich und einem Schwein? Hm? Betroffenheit. Thunfisch. Also, das war wohl nichts. Tut mir leid. Ich bin nicht gut in solchen Sachen. Reden Sie ruhig weiter. Ich amüsiere mich wirklich allerbestens. Oh, es ist sehr nett von Ihnen, das zu sagen, aber... Hören Sie, also die Wahrheit ist, ich bin sowas von nervös, ich würde mich am liebsten irgendwo verkriechen. Ich war... einfach noch nie mit einer Patientin zusammen aus. Moose. Ja? Ihre Patienten sind gewöhnlich Tiere. Ja, aber eins muss ich sagen, sie riechen besser als Hunde und Pferde. Ach ja. Entschuldigen Sie mich, ich muss Sie nur mal kurz allein lassen. Oh, aber sicher. Oh. Danke. Was ist denn passiert? Ich bin ein Wrack und das ist deine Schuld. Meine Schuld? Mhm. Rette mich, leg den Termin für die Hochzeit fest. Bitte, schnell. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich will etwas wirklich Spektakuläres, Extravagantes. Und ich werde gar nicht gefragt zu diesem Thema? Natürlich, aber ich dachte sicherheitshalber... Solltest du besser die Kontrolle über alles haben, nicht wahr? Es ist keine Frage der Kontrolle, Julia. Es ist nur Liebe. Das war ein gutes Argument, sich mit der Hochzeit zu beeilen. Ja, und ich habe noch mehr solcher Argumente. Das glaube ich dir. Also nochmal, Julia, leg einen Termin fest und bitte entscheide dich schnell, ja? Ja, das werde ich. Gut. Bloß jetzt muss ich erst mal telefonieren. Okay. Du hast da überall Lippenstift. Ich finde, das steht... Wohl etwa 1.000.000 zu 1. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Hauptsache, du hast sie wieder. Ja, und auch mein Geld. Und meine Kreditkarten. Oh, nicht zu fassen, heute ist offenbar dein Glückstag. Sieht ganz so aus. Ja. Vielleicht wacht so eine Art Schutzengel über mich, wer weiß. Ihr zwei seid gut wieder angekommen, wie ich sehe.
Ja, ja, und was es so für Zufälle gibt, hm? Ja, es war ein großer Zufall, dass wir vier an einem solchen Ort aufeinander getroffen sind. Komisch, dass du das erwähnst, was du, Julia... Verzeihung. Sie werden am Telefon verlangt. Danke. Ihr entschuldigt mich. Klar. Naja. Ja, ich fand's schon irgendwie eigenartig, sehr eigenartig, euch zwei dort zu sehen. Also, im ersten Moment dachte ich, ihr seid durchgebrannt. Ich muss dir ein Geständnis machen. Ihr seid durchgebrannt. Ich bin noch nicht ganz verrückt. Aber ich und Mason, weißt du, werden wieder heiraten. Ein bisschen verrückt bin ich also schon, oder? Absolut irre. Absolut und völlig irre. Das ist ja großartig. Komm her. Dann bist du jetzt wieder meine Schwägerin, hm? Na prima, wann ist der große Tag? Oh, bitte nicht, du auch noch. Wieso? Mason bedrängt dich wohl deswegen. Ja, so könnte man sein Verhalten. Oh ja, ich weiß, daran ist er wirklich unübertroffen. Aber ganz ehrlich, das kann man ihm nicht verdenken, oder? Ich begreife das gut, du bist das Allerwichtigste in seinem ganzen Leben. Katharina, soll ich dir eine Neuigkeit verraten? Oder hast du irgendwas dagegen? Nein, nur zu. Es wird sowieso bald in ganz Santa Barbara die Runde machen. Hey, was ist denn los? Mason und Julia werden heiraten. Wieder? Das muss man nämlich das wahr? Ist das wahr? Auf keinen Fall vergessen werden. Ist ja wunderbar. Ja, es ist wirklich wunderbar. Ja, allerdings, das finde ich auch. Aber verrate es Mason nicht. Nein, umziehen wollen wir nicht, mein Kleiner. Weißt du, Tante Kelly und ich, wir... Wir packen nur ein paar von Mamis Sachen ein. Tut ihr das alles wegen der Scheidung? Ganz genau. Sie will die Sachen nicht mehr. Und deswegen geben wir sie jemandem, der sie gebrauchen kann. Will Mami ihre Kleider wirklich nicht mehr? Nein. Weißt du, wenn sie sie wollte, hätte sie sie... Naja, ich hab dir doch erzählt, dass Mami nicht mehr bei uns wohnen wird. Sieh mal, hier. Das hat deine Mami bekommen, als sie noch ein ganz kleines Mädchen war. Möchtest du das haben, ha? Nein. Warum nicht? Das ist ein Spielzeug für Mädchen. Das kann doch Adriana bekommen. Oh. Ja, das ist ein Argument. Gute Idee. Dann bekommt sie es. Und ist auch etwas, was du gerne haben würdest? Das Bild hätte ich gerne. Das Bild neben deinem Bett? Ja. Kannst du haben, klar. Und wird jetzt alles wieder gut werden, Daddy? Natürlich wird alles gut, noch besser als gut. Das verspreche ich dir. Weißt du was? Bring das doch zu Adriana und sag ihr, dass es deine Idee war, dass sie es bekommen soll. Sie freut sich bestimmt, dass du an sie gedacht hast. Es macht sogar Musik. Okay. Okay. Gut, bring's ihr hin. Also ich... Ja? Was gibt's für Probleme? Tut mir leid für Sie, mein Freund. Nein, nein, das ist halb so wild und ich krieg das schon hin. Nein, ist nicht der Rede wert. Ja, danke. Wiederhören. Musst du arbeiten? Nein, das war ein Bekannter, der mir eigentlich helfen wollte. Er hatte sich bereit erklärt, beim Dekorieren des Raumes für die Valentinsparty für die Kinder, die ich betreue, mitzumachen. Aber ihn hat die Grippe erwischt. Also muss ich da wohl alleine durch. Nicht notwendigerweise. War das ein Angebot? Warum nicht? Du, ich werde dich darauf festnageln. Nur eins, was ist mit Adriana und Chip? Die können doch mithelfen. Sind sie nicht etwas klein, um Girlanden aufzuhängen? Um ehrlich zu sein, mein Vater kommt her und passt auf sie auf. Ich wollte gehen, sobald er herkommt. Gut, alles klar. Ich muss bloß noch mal anrufen. Warte einen Moment. Nicht, dass du vielleicht ein Date absagst, nur Date? Um mir... Date? Das Wort ist mir irgendwie bekannt, aber was war das noch? Ich muss im Büro anrufen, okay? Vielen Dank, ist wirklich nett von dir, Kelly. Ich kann verdammt nett sein, wenn ich mich anstrenge. Ja, habe ich gemerkt. Gina, ich fürchte, Ihre Verabredung wird langsam ungeduldig. Er ist nicht meine Verabredung. Wie denn? Gibt's dafür ein neues Wort? Champagner? Kerzen? Geistvolle Konversation? Moose ist auf jeden Fall ein Mann voller Esprit und Witz. Und er ist der perfekte Gentleman. Moose? Moose? Okay, dieser Abend ist die wahre Hölle für mich. Oh, Kopf hoch und lächeln, Gina. Das passiert hin und wieder.
Aber wenn es so ist, schieben Sie ihn doch einfach ab. Das kann ich nicht. Er war mein Geburtshelfer. Wie bitte, dieser Herr namens Moose war Ihr Geburtshelfer? Naja, es war in seiner Praxis. Er ist Tierarzt. Ich meine, er ist wirklich nett, es ist nur... Er ist nicht mein Typ und ich möchte ihn nicht verletzen, aber... Daraus wird nie was, doch zumindest muss ich diesen langweiligen Abend ertragen. Das scheint es im Moment nicht nur Ihnen zu gehen. Was? Geht es Ihnen etwa auch so? Oh. Sagen wir, meine ganze Zukunft hängt an einer Entscheidung, die jemand anders im Augenblick fällt. Tja. Naja, das macht mich irgendwie hilflos und beschert auch mir eine Reihe sehr langer Abende. Dann dürfte es sich bei dieser anderen Person wohl um einen Mann handeln. Ja, diese Vermutung ist absolut richtig. Es geht darum, zwischen einer anderen Frau und mir zu wählen. Aber sie gehört, wie es so schön heißt, eigentlich der Vergangenheit an. Nun, Sie klingen zuversichtlich. Allerdings, das bin ich. Ich möchte Ihnen wirklich nur ungern die Laune verderben, Cassie, aber niemand wird wohl Julia je das Wasser reichen können, nicht in Masons Augen. Und die zwei sind viel zusammen in letzter Zeit. Mason interessiert mich nicht. Was soll das heißen? Gibt es da einen anderen? So ist es, aber ich habe schon mehr gesagt, als ich eigentlich wollte. Vielleicht, weil ich eine so gute Zuhörerin bin. Ich wette, Sie bedauern, dass Sie früher oft so eklig zu mir waren, hm? Genau das habe ich gerade sagen wollen. Da ich nicht nachtragend bin, gebe ich Ihnen einen kleinen Rat. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich für eine Rückversicherung sorgen. Versicherung? Ja. Welcher Art? Naja, irgendwas. Hauptsache, es funktioniert. Irgendwas Konkretes, das Sie gegen die andere verwenden können, falls der bewusste Herr sich falsch entscheiden sollte. Etwas Kompromittierendes. Das wird nicht passieren, Gina. Was uns verbindet, bedeutet ihm genauso viel wie mir. Tja, wissen Sie, man hat besser immer noch einen Trumpf im Ärmel. Das ist meine Erfahrung. Vielen Dank jedenfalls. Und für Ihre Verabredung viel Glück. Ihnen auch viel Glück für... was auch immer. Ich hoffe, dass du deine Spontanität nicht bereuen wirst. Wo denkst du hin? Ich freue mich darauf. Ich habe sowas nicht mehr gemacht, seit ich damals die Vorbereitung für unseren Highschool-Ball geleitet habe. Du? Im Ernst? Ja. Wow, wenn die Sache so ist, hast du hiermit das Kommando. Ich sollte dich aber warnen. Ich bin absolut unbarmherzig. Wenn es um das Aufhängen der Girlanden geht. An die Arbeit. Okay, Sergeant. Vorwärts, da geht's los. Zu Befehl. Da in dieser Ecke. Was immer du sagst. Na los, gib dir Mühe. Das ist so wunderbar. Und wann? Der Termin steht noch nicht fest. Mason kann's bestimmt kaum erwarten. Ja, das kann man sagen, so wie er sich verhält. Katharina und ich wollen rüber ins Windsurfer und dort zu Abend essen. Oh, dann lasst euch nicht aufhalten. Willst du vielleicht mitkommen? Ich kann nicht, tut mir leid. Macht euch einen schönen Abend. Okay. Ich freue mich so für euch. Na, danke. Bis bald. Wiedersehen. Komm. Hallo, Lilly. Katharina? Wir zwei wollen gerade los. Können wir dann? Tja, amüsiert euch. Danke. Werden wir. Bestimmt. Da seid euch nicht so sicher. Lilly? Was denn? Ein Anruf für Ted Capwell. Wissen Sie, wo er ist? Ich erledige das schon. Hallo? Ja, Mr. Capwell ist gerade weggegangen. Ja, zufällig weiß ich das sogar. Er wollte rüber ins Windsurfer. Ja, das ist unten am Meer. Aha. Ja, ich nehme an, in etwa 30 Minuten. War mir ein Vergnügen. Was ist? Wir sind heute aber sehr nervös. Besonders für jemand, der doch eigentlich im siebten Himmel schweben müsste. Weißt du, wann Warren zurückkommen wird? Nein, ich dachte, Julia weiß es vielleicht. Sie weiß es nicht. Und wohin er wollte? Nein, er hat seine Reiseroute niemandem verraten, Mason. Nicht einmal Angela. Was mag er jetzt tun?
Nachdenken nehme ich an, das halte ich zumindest für sehr wahrscheinlich. Abzuwarten, wie jemand anders sich entscheidet, ist kein wahres Vergnügen, nicht? Vielleicht gewinnt Cassandra, vielleicht gewinnt Angela. Du musst wie auf Kohlen sitzen. Oh, nicht unbedingt. Oh Gott, steh Warren bei. Du hast deinen Plan. Mhm. Da begebe ich mich aus der Gefahr. Oh nein, du wartest. Ich brauche dich. Wozu? Ich weiß, dass Warren mich liebt, aber Angela hatte einige Möglichkeiten, sich gewisse Vorteile zu verschaffen. Was ich brauche, ist ein Ass im Ärmel. Und du bist der glückliche Mann, der mir dazu verhelfen darf. Julia, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, nur zu. Warum haben Sie Ted nichts erzählt von diesem Typ unter meinem Bett? Nur weil mich das nichts angeht. Ich weiß, wie das gewirkt haben muss, doch es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Sie müssen überhaupt nichts erklären. Ich bin sicher, dass es so ist. Und Sie sind nicht mal neugierig? Nein. Sie halten mich nicht für eine verdorbene, gewissenlose Person, nein? Fehlgeleitet vielleicht, aber sicherlich nicht verdorben oder gewissenlos. Warum sind Sie so nett zu mir? Weil ich Sie einfach mag, darum. Und Sie mögen Ted. Woher wissen Sie das? Ein Blinder könnte das sogar sehen. Ein kleiner Rat von mir, wenn es recht ist. Aber sicher, ich bin gespannt. Ted ist ein sehr ehrlicher und aufrichtiger junger Mann und erwartet das auch von anderen. Danke. Danke für Ihren Rat. Und ich werde keinem was erzählen, solange ich weiß, dass Sie alles vermeiden, was Ted schaden könnte. Das tue ich. Bestimmt tue ich das. Viel Glück. Was für ein Ass im Ärmel könnte ich dir verschaffen? Du weißt etwas über Angela, das mir nutzen kann. Wer sagt das? Oh, komm schon, Mason, spiel keine Spielchen mit mir. Was immer es ist, es war für sie Grund genug, deinen Tod herbeizusehen. Ich meine, wenn das nicht Anlass zum Grübeln ist. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Über den Prozess? Also bitte, Mason, jeder, Angela eingeschlossen, hat gewusst, du untersuchst den Tod ihrer Schwester Marilyn. Also versuch nicht, es abzustreiten. Was hat das denn aber mit dir zu tun? Es gibt eine Akte. Und die will ich. Da bist du aber auf dem Holzweg. Hattest du nicht gesagt, dass du mir helfen willst? Will ich auch. Aber nicht auf diese Weise. Nein, Mason, nicht du bestimmst auf welche Weise, sondern ich tue das. Oder waren die Sprüche darüber, wie schuldig du dich fühlst und dass du mir helfen willst, mich mit Warren zu versöhnen, wieder nur eine Anhäufung von Lügen? Nein. Hey, jetzt hast du eine gute Möglichkeit, das zu beweisen. Komm schon, Mason, du hast auch was gegen Angela. Hilf mir, sie aus dem Spiel zu werfen. In dieser Akte steht nicht, was du vielleicht denkst. Sie wird dir nicht helfen, insofern es um Warren geht. Hör zu, natürlich verstehe ich deine Verzweiflung. Aber du wirst Warrens Gefühlen vertrauen müssen. Nur die werden am Ende zählen. Du hast vor irgendetwas Angst, oder? Das ist ja lächerlich. Gib doch zu, Mason. Es gibt einen bestimmten Grund, wieso du mir diese Akte nicht aushändigen willst. Cassandra, diese Akte ist wirklich völlig ohne Bedeutung. Vielen Dank, Mason, für all deine Hilfe. Ich werde es dir nie vergessen. Ach, und eins noch. Stellst du dich mir in den Weg, versuchst du auf irgendeine Weise, mich zu behindern. Ich verspreche dir, du bringst dich damit für immer um jede Chance auf zweite Flitterwochen mit Julia. Hören Sie, ich meine, mit Tieren kann ich wirklich umgehen. Okay, ich verstehe Sie, Sie verstehen mich, aber mit Frauen, nein, das geht nicht. Nicht. Nicht doch, Moose, vertrauen Sie mir. Gina ist leichter zu erobern, als Sie denken. Bitte glauben Sie mir. Lassen Sie sie über sich selbst reden. Gina liebt Gina. Gina liebt Gina. Ja. Sie kommt, ich muss zurück. Ja, gehen Sie. Nein, halt, Augenblick noch. Was ist denn? Bringen Sie das Gespräch auf Ihre Kinder. Dieses Thema liebt sie über alle Maßen. Okay, ja, alles klar. Hallo. Ich habe mir etwas die Beine vertreten. Ich verstehe. Danke, sehr aufmerksam von Ihnen, danke. Oh nein, ich habe zu danken. Also, mein Lieber, wie läuft's bei Ihnen? Bestens. Und bei Ihnen? Gut, sehr gut. Was macht Ihr kleiner Sohn? Brandon heißt er, nicht? Oh, es geht ihm gut. Er ist ein prachtvoller Junge. Und Lily? Lily ist da etwas schwieriger. Ach ja? Naja, sie ist doch in einem schwierigen Alter. Sie ist kein junges Mädchen mehr und doch ist sie auch noch keine Frau. Bisher waren wir uns ziemlich fremd. Ich hatte den Eindruck, dass Lily sehr besorgt um sie ist. Ja, wir versuchen natürlich jetzt eine gewisse Beziehung zueinander aufzubauen.
Es ist nur so, sie lebte in den vergangenen Jahren in Las Vegas. Sie hatte einiges mitgemacht und ist in schlechte Gesellschaft geraten. Aber offenbar hat sie sich wieder gefangen und darüber freue ich mich natürlich sehr. Naja, wir werden sehen. Oh. Was ist denn? Was haben Sie denn? Ja, was ist denn? Wie können Sie es wagen? Hey, Musik, wo bleibt die Musik? Schon in Arbeit jetzt. Geht's los. Ja. Oh ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das, ja, schön. Ich auch. Da kriegt man ja einen Herzschlag. Entschuldige. Vielleicht sollte ich dir lieber helfen. Oder? Was ist das denn? Was ist das? Das ist sowas wie das Herz unter dem Herzen. Verstehst du? Nein. Okay, und das da? Mach das da. Willst du mich kritisieren, ja? Ein wenig. Okay, also das legst du da auf die andere Seite? Nein, warte. Nimmst das hier, ich nehme das und wir wechseln die Seiten. Okay. Alles klar? Ja. Oh. Ja. Oh. Ja, verstanden, Chef. Okay. Soll ich uns was zu trinken besorgen? Gute Idee. Soll ich dir was verraten? Wir sind eingesperrt. Hä? Ich fürchte, wir sind eingeschlossen. Das geht ja nun wirklich etwas zu weit. Was denken Sie sich eigentlich? Was meinen Sie überhaupt? Was habe ich denn getan? Etwas Unanständiges mit Ihren Füßen. Das habe ich nicht. Nie würde ich sowas tun. Da schon wieder. Wovon reden Sie überhaupt? Sowas würde mir nie einfallen. Wirklich nicht. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Hier. Sie bringen einen Hund mit ins Restaurant? Ja, wissen Sie, was hätte ich sonst machen sollen? Ich meine, sehen Sie sich den kleinen Kerl doch an, er hat niemanden. Und, er tat mir irgendwie so leid, der kleine Bursche. Und damit er nicht so alleine ist, nahm ich ihn eben mit. Nur gibt es gewisse Vorschriften in Bezug auf Hunde und auf Restaurants. Ja, ich weiß, aber ich dachte, er würde da unten schlafen und keiner würde irgendwas merken. Also, das war's dann wohl. Sie sind ein netter Kerl, aber das hier ist zu viel für mich. Oh, sehen Sie sich das an. Oh. Die war brandneu. Wissen Sie, was sowas kostet? Das tut mir fürchterlich leid. Ich werde Sie selbstverständlich ersetzen. Und hören Sie, ich weiß, dieser ganze Abend war eine Katastrophe. Ich verstehe das nicht. Die Blumen und diese Einladung, das war alles so elegant. Und ich muss zugeben, das habe ich von Ihnen nicht erwartet. Woher hatten Sie die Idee für diesen Abend? Aus dem Fernsehen vielleicht? Okay, also gut. Ich sage Ihnen jetzt einfach mal die Wahrheit, ja? Ich finde, das ist eine gute Idee. Was ist mit deiner Arbeit? Wie läuft's bei dir? Oh, sie macht Spaß. Ist richtig aufregend. Warren lässt mich eine ganze Menge Artikel schreiben. Toll, gut. Sollte er auch. Talente wie dich sollte man immer fördern. Danke sehr. Ich mache eine Serie über Leute und ihre Arbeit in Santa Barbara. Und überlege ernsthaft, ob ich auch Lily reinnehmen soll. Ich könnte sie zu ihrer Arbeit in der Oase befragen. Was meinst du? Lily? Ja, das wäre nicht schlecht. Das würde ihr sicher gefallen. Apropos Lily, wie war es in Las Vegas? Woher weißt du, dass ich mit Lily in Las Vegas war? Wie sagenhaft klein doch die Welt ist. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr beide heute hier essen geht. Setz dich doch zu uns. Nein, wirklich. Ich möchte nicht stören. Ach, dummes Zeug. Setz dich. Naja, okay. Vielleicht für ein Momentchen. Ja, für ein Momentchen. Danke, Ted. Mr. Capwell, da ist ein Anruf für Sie. Ein Anruf? Es weiß doch keiner, dass ich hier bin. Entschuldigt mich. Vielleicht Julia. Die weiß, wo wir sind.
Ist das nicht toll? Was? Das Windsurfer? Naja, das Windsurfer und dass wir uns so treffen hier. Ted erwähnte, dass er dir ein Essen schuldet. Ja, er kümmert sich um mich. Seit Dash weg ist. Ja, ich kenne das Gefühl, wenn der Freund einen verlässt. Aber ich habe festgestellt, das Verkehrteste, was man machen kann, ist, sich sofort einen neuen zu suchen. Du weißt schon, so als Trostpflaster. Oh, die Gefahr besteht bestimmt nicht. Ja. Ted ist schon ein toller Kerl. Ich weiß nicht, was ich in den letzten Tagen ohne ihn gemacht hätte. Oh, du meinst in Vegas? Ja, ich war da, um etwas Geschäftliches zu erledigen. Und wie das so mein Talent ist, habe ich mal wieder etwas Ärger bekommen. Zum Glück ist Ted da gewesen, um mich da rauszuholen. Na, ich dachte mir schon irgend sowas in der Art. Oh, du hättest ihn sehen müssen, Katharina. Er war wie ein Held aus einem alten Film, Hände weg von ihr. Also ehrlich, das war klasse. Und du warst in Gefahr, ja? Naja, als Ted da war, dann nicht mehr. Oh, erzähl doch mal. Pass auf. Also, wir verbrachten dann die Nacht in diesem Hotel. Weißt du, ein Bett und nicht gerade groß. Aber das Tollste kam noch. Stell dir vor, am nächsten Morgen treffen wir dort auf Mason und Julia. Ich meine, Mason ist mein Boss. Ich möchte nicht wissen, was er gedacht hat. Das war einer der peinlichsten Momente, die ich je erlebt habe. Ehrlich, aber... Zuerst hast du es versucht und jetzt bin ich mal dran. Hm? Weißt du, ich glaube, ich habe stärkere Hände. Oh, entschuldige bitte, Mr. Mann, aber bitte? Ich meine, ich habe auch einen festen Griff, okay? Schön, kein okay. Problem. Zeig mir, was also du kannst. So halte ich hier fest. Ich zähle bis drei und bei drei ziehen wir, klar? Okay. Eins... Erst bei 13. Oh, Verzeihung. Eins, zwei, drei. Oh! Ist alles in Ordnung? Ist alles okay? Ja, ich bin weich gefallen. Was ist der Knauf? Der Knauf, was hast du damit angestellt? Ich sag ja, ich habe einen festen Griff. Verdammt, du hast ihn abgerissen, Kelly. Tja, jetzt sitzen wir endgültig in der Falle. Ist dir das klar? Irgendwann... erscheint der Hausmeister und findet bloß noch ein paar Knochen hier. Warte mal, vielleicht ist ein Fenster in der Kammer hier. Oh mein Gott. Ach, nicht doch. Nein, da ist kein Fenster. Und die hier gehen nicht auf. Ich weiß, die sind verriegelt. Weißt du was? Bei all der Zeit, die wir jetzt haben, wird das die bestdekorierte Party der Schulgeschichte. Hm? Soll das bedeuten, das ist okay? Was sollen wir sonst machen? Wir haben keine andere Wahl. Wir können sonst nicht viel machen, das ist völlig richtig. Sicher hätte man auch was anderes machen können, aber ich war ein Idiot und... Leid. Danke. Du hast mit Cassie geredet, habe ich gesehen. Ich nehme an, sie ist nicht gerade glücklich über die Entwicklung. Sie wird's überleben. Klar wird sie's überleben, aber sie hat doch wirklich eine Menge Pech gehabt. Erst die Geschichte mit eurer geplatzten Hochzeit und nun diese Sache mit Warren. Sie weiß ja nicht, ob er zu ihr zurückkommen wird. Ich glaube, sie ist ziemlich unglücklich. Lassen wir das Thema Cassandra, ja? Das verstehe ich nicht. Was? Du drängst und drängst, wir sollen heiraten. Ich sage, okay, fein, dann erzählen wir es aller Welt. Und jetzt spielst du verrückt. Hast du es dir anders überlegt? Sag sowas nicht. Und denk sowas auch nicht. Du hast ja gesagt. Und wenn ich dich schieben und zerren muss, du gehst mit mir vor den Altar. Warum so umständlich? Warum gibst du mir nicht eins auf den Schädel und wirfst mich über die Schulter? Ganz prächtige Idee, ja. Oh, musst du alles so wörtlich nehmen? Und, warst du genauso ein Antreiber bei der Dekoration für euren Abschlussball? Oh, ich war damals viel schlimmer. Das ist noch steigerungsfähig? Oh, vielen Dank. Tja, ich hatte aber auch Grund, missgelaunt zu sein. Damals ging ich mit Fio Don Levy, er war der Captain des Footballteams und der beste Fang in der Schule. Und der ließ mich sitzen, eine Woche vor dem Ball, also hatte ich keinen Partner. Oh je. Wir kamen wieder zusammen bei dem letzten Tanz an dem Abend, aber zwei Wochen später ging er aufs College. Natürlich versprach er, dass er mir schreiben und anrufen würde. Da kam nichts. Ganz und gar nichts. Kein Anruf, kein Brief. Ich hatte schon damals so ein Glück. Jetzt guck mich nicht so an, ja? Tut mir leid, ich plädiere auf Valentinstag. Aber welche Art Verteidigung liefert der Valentinstag? Da denkst du eben immer an die besten und die schlimmsten Dinge. Ich weiß, was du meinst.
Ich erinnere mich noch an dein erstes Valentinsgeschenk für Eden. Es war ein Gedicht, habe ich recht? Und das weißt du noch? Ganz genau. Irgendwas über das Mädchen mit den großen blauen Augen, oder? Tut mir leid, das hätte ich mir wirklich verkneifen sollen. Ich bin unmöglich. Ich glaube, das wäre mir heute Abend sowieso eingefallen. Nein, also mir tut's leid. Ich meine, es ist doch schrecklich, da schleppe ich dich hierher und nun wirst du auf dem Fußboden einer Turnhalle schlafen müssen. Tja, aber wenn du vermisst wirst, alarmiert Raphael vielleicht die Nationalgarde oder so. Theoretisch denkbar, aber ich fürchte, mein Vater hat die Kinder ins Bett gebracht, sich gemütlich auf die Couch gelegt und schläft tief und fest. Er sagt zwar immer, er würde nur etwas dösen, aber Tatsache ist, vermissen wird er mich nicht vor dem Morgen. Wie wär's, wenn wir noch ein bisschen Musik hören? Na klar, wieso denn nicht? Also los. Allerdings weiß keiner, was drauf ist. Es ist wie eine Lotterie. Versuchen wir es mit der hier. Sieht alt aus, finde ich gut. Okay. Kein Hauptgewinn. Warte, das ist, So, Kinder, jetzt versuchen wir einen langsamen Tanz. Ja, das ist dieses Ding. Die Jungs wählen ihre Welches Partner. Ding? Das da haben wir früher benutzt, die Jungs meine ich, als eine Art Lehrbuch, um zu üben, wie das mit dem Tanzen geht. Du meinst die Jungs, die Angst vor den Mädchen hatten? Alle Jungs hatten Angst vor den Mädchen, denn sie wussten nicht, wie... Naja, sie wussten nicht, wie es geht, nicht die einfachsten Regeln. Wir wussten nicht mal, wie wir die Partnerin anfassen sollen. Oh ja, das kann gefährlich sein. Genau, du musst doch irgendwie wissen, wo du dich, an welcher Stelle du, dich festhalten darfst. Und jetzt, Mädchen, denkt vor allem an eins. Entspannt euch, lasst die Jungs führen. Nein, das ist, schon wieder zu entspannt. Komm schon, Sergeant. Etwas Rückgrat bitte, ja, und dann, kann's losgehen, richtig? Schön langsam. Ja, richtig. Entspannt euch und lasst euch von der Musik führen. Erst da lang. Ja, genau, wie ein Quadrat. Wir hatten so Fußstapfen zu üben. Ja, du machst das toll. Na, du erst. Vielen Dank. Wow. Naja, das ist Foxtrot, das ist meine Spezialität. Das, ist eine lange Geschichte. Ich höre zu, erzählen Sie. Weihnachten habe ich sie das erste Mal getroffen. Sie sind so wunderhübsch und ich hatte vorher noch nie jemanden wie sie kennengelernt. Und später, als sie diesem wunderbaren kleinen Wesen das Leben schenkten, ich kann nicht erklären, was da mit mir geschah. Ich dachte, dass Patienten irgendwie verbunden sind mit ihrem Arzt. Nun ja, eine gewisse Bindung existiert wohl zwischen uns. Nicht wahr? Und wissen Sie, naja, dann sprach ich mit Mr. Lockridge und... Lockridge? Mhm. Lionel Lockridge? Ja. Ruhig. Aus! Sie haben das hier angerichtet. Lassen Sie sich das bitte erklären. Niemals werde ich Ihnen das verzeihen. Nicht in diesem Leben und im nächsten auch nicht. Niemals. Ja, das war's dann. Oh ja, nichts Aufregendes, es ging nur um Arbeit. Tja, also, ich denke, ich gehe dann. Ich will euch nicht weiter. Nein, Lilly, bleib doch da. Ich muss sowieso noch mal in der Redaktion vorbeisehen. Wenn ich es schaffe, mein Interview heute noch auszuwerten, kann der Text in die morgige Ausgabe. Katharina, wollten wir nicht essen? Du hast doch Gesellschaft, wir holen das irgendwann nach. Jetzt komm schon, gönn dir einen freien Abend. Du musst dich auch mal von deiner Arbeit trennen, dich ein wenig amüsieren und dich entspannen. Ted hat recht. Du musst dich wirklich mal irgendwann erholen, Katharina. Es ist nur so, ich weiß genau, wenn ich einen Artikel in meinem Kopf herumwälze, kann ich sowieso nicht abschalten. Also einen schönen Abend. Wir sehen uns dann später zu Hause, hm? Okay. Tja, dann müssen wir wohl zusammen essen. Sieht so aus, ja. Also, cheers. Tja, falls man das selbst so sagen darf... Kelly?
fröhlichen Valentinstag, Kumpel. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.